darf den prominenten Gutachter das Wort übergeben. Wir haben darauf verzichtet, die Veranstaltung darauf auszurichten, dass wir eine Kontroverse zwischen zwei Gutachtern organisiert hätten, denn es gab zum selben Thema noch ein weiteres Gutachten von den Professoren Vogel und Müller, das nicht ganz zu denselben Schlüssen gekommen ist. Darauf muss ich aus Transparenzgründen nicht diskriminieren, aufmerksam machen. Ja, vielen Dank, Herr Fischer. Ich werde kurz auf dieses andere Gutachten eingehen. Es war so ein bisschen auch ein Auslöser dafür, dass wir dann auch noch zum Zug gekommen sind. Ja, auch ich bedanke mich bei den Organisatoren, dass ich die Gelegenheit erhalte, hier zu sprechen. Vielleicht kurz zu meiner Person. Namen sehen Sie da oben. Ich bin Titularprofessor in Zürich. Wir haben eine kleine Anwaltskanzlei, eine Boutique für Informations- und Technologierecht. Unter anderem Telekom-Themen gehören zu unserem Bereich, Urheberrecht und eben auch so in diesen Bereichen Open Source sind wir tätig. Ich selber bin Mitglied bei CH Open, das hat sich nach diesem Gutachten ergeben. Ja, okay. Wie alles begann? Im Jahr 2009 hat das Bundesgericht eine IT-Strategie festgelegt, wonach Eigenentwicklungen unter Open Source oder Open Source Software sein können und offengelegt werden. Man hat dann gestützt auf diese Strategie ein Programm entwickelt, unter anderem das den Titel Open Justitia trägt. Das ist eine Software zur Verwaltung von Gerichtsentscheiden, so grob zusammengefasst. Und man hat dann im Jahr 2011 hat man beschlossen, dass diese Software eben als Open Source lizenziert werden soll, und zwar unter der GPL Version 3. Es gibt ein Berner Unternehmen, das ich jetzt nicht nenne, in diesem Zusammenhang, die meisten kennen es vermutlich, das ebenfalls solche Software schreibt, und man fand das natürlich nicht so toll, dass das Bundesgericht dann anfängt, solche, ich sage es mal, Gratis-Software zu verteilen und ihnen den Markt kaputt zu machen, so mindestens ist das die Perspektive dieses Unternehmens. Man hat dann eine Anzeige erstattet, es gab einiges hin und her, und am Ende dieses Hin und Hers stand zunächst einmal dieses Gutachten von Professor Müller und damals noch P.D. Vogel, mittlerweile auch Titularprofessor, wenn ich mich richtig erinnere. Da gab es eigentlich drei Kritikpunkte. Der erste war, dass Freigabe von Software als Open Source durch den Staat die Wirtschaftsfreiheit verletzt und vor allem auch die Wettbewerbsneutralität. Dann fand man es besonders stoßend, dass ein Gericht, das ja eigentlich sonst nicht wirklich gegen außen entscheidend wird als Softwareentwickler, diese Software zur Verfügung stellt und sich damit möglicherweise in seiner Unabhängigkeit ein bisschen exponiert. Gerichte sollten möglichst unabhängig sein, wenn sie plötzlich als Softwareentwickler auftreten auf dem Markt, dann bekommen sie Streitigkeiten. Und dann der dritte Punkt war, dass generell, wenn man Software als Open Source lizenzieren will, dass man dafür eine gesetzliche Grundlage benötigt. Teilweise hängen die Punkte zusammen intern, aber das waren so die drei Hauptargumente. Es gab dann im Rahmen dieser Kontroverse, Bedarf noch ein bisschen weiteren oder nach der Klärung von weiteren Fragen. Es wurde dann ein Ergänzungsgutachten in Auftrag gegeben bei mir und Herrn Professor Thomas Poletner. Und die Frage war, ja, nachvollziehbar, ist es nach dem geltenden Recht zulässig, dass der Staat Software, die er selber nutzt und über deren Urheberrechte er verfügt, unter einer Open-Source-Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt? Und im Gegensatz zum Gutachten von den Herren Müller und Vogel konzentriert sich unser Gutachten auf den Kanton Bern und allgemein die kantonale Perspektive. Generell kann man sich mal die Frage stellen, warum sollten Verwaltungsstellen überhaupt Software, Open Source Software nutzen, warum sollten sie Open Source Software freigeben, wenn sie selber entwickelt haben. Es ist so, dass das bis heute relativ selten passiert, generell, dass man aber, so hat die Open Source Studie Schweiz, die unten zitiert ist, festgestellt, dass man aber ein relativ großes Potenzial sieht für solche Nutzungen. Wenn die Open Source
genutzt wird oder eben auch freigegeben wird, gibt es verschiedene, dafür gibt es verschiedene Gründe. Hier habe ich so eine kleine Liste erstellt, die ist auch in unserem Gutachten ist das beschrieben, warum man das tut. Es geht um offene Standards, es geht um die Unabhängigkeit von Lieferanten und von Produkten, dass sie eben wechseln können. Es geht um Austausch mit der Community und dabei geht es einerseits ein bisschen um Support, dass sie vielleicht ein Forum haben, wo jemand drin ist, wo sie sich austauschen können, wie kann ich ein Problem lösen. Andererseits geht es vor allem auch darum, dass man hofft, dass sich andere an der Weiterentwicklung dieser Software beteiligen. Im Fall von Open Justitia war die Idee, dass man eben die Software freigibt, damit sich Kantone, vielleicht sogar im Ausland, andere Gerichte damit beschäftigen und diese selber einsetzen. Und dann am Schluss hat man eine Community von Entwicklern, die daran beteiligt sind. Das war so ein Motiv. Dann Sicherheit, Stabilität. Eben vor allem die Sicherheit durch die Vorstellung, dass die Software offen liegt, dass der Code grundsätzlich analysiert werden kann, wobei wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass auch Open Source Software nicht ganz, unproblematisch sein kann in diesem Bereich. Es gab dann im Bereich SSL gab es ja dieses Problem. Stabilität, Kosten, vielleicht zu den Kosten noch die Frage, wie das funktioniert. Open Source ist zwar quelloffen, das ist eine wesentliche Feststellung, die wir in unserem Gutachten auch gemacht haben. Sie ist zwar quelloffen, aber sie ist natürlich nicht kostenlos. Sie haben zusätzliche Dienstleistungen, die sie brauchen. Sie brauchen Integrationsdienstleistungen, sie brauchen Support, sie brauchen Wartung. Sie brauchen vielleicht Rechtsdienstleistungen, man muss sich überlegen, wie man es mit der Haftung macht. Sie müssen intern, wenn sie Software freigeben, auch oder wenn sie Software nutzen, müssen sie sich überlegen in einem Unternehmen, also sie müssen genau wissen, was sie einsetzen, nicht, dass sie plötzlich ihren Code irgendwie kontaminieren und dann verpflichtet sind, am Schluss einen eigenen Code freizugeben. Also das sind Dinge, die man sich überlegen muss. Das alles treibt die Kosten tendenziell in die Höhe, dennoch geht man, so die Open-Source-Studie, davon aus, dass man in Größenordnung 20-30% Kosten sparen kann mit Open-Source. Das hat zur Folge, dass in der Verwaltung doch öfters Open-Source eingesetzt wird. Wir haben zum Beispiel das Geoportal des Bundes, geoadmin.ch, das sind einfach so ein paar Fälle. Dann Open Justitia hier, das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Es ist eine Geschäftsverwaltung für Gemeinden, Sie können zum Beispiel Sitzungsprotokolle erstellen, solche Dinge. Dann die SBB ist sehr stark involviert mit dem Rail-Control-System. Das eine Open-Source-Software ist und GAMAC ist eine Verwaltung für Baugesuche. Das sind Dinge, die in der Schweiz Einsatz finden, einfach, dass man das mal gesehen hat. Teilweise relativ große Projekte. Wir haben unser Gutachten auf eigentlich zwei Fragen ausgerichtet. Zuerst ist das Problem Legalitätsprinzip, also brauchen wir, wenn wir Software als Open-Source freigeben, eine gesetzliche Grundlage. Und die zweite Frage, die teilweise natürlich damit zusammenhängt, war die Frage der Wirtschaftsfreiheit. Inwieweit wird durch eine solche Freigabe eben die Wirtschaftsfreiheit beeinträchtigt? Legalitätsprinzip ist es so, dass man natürlich keine Literatur hat, es gibt keine Rechtsprechung. Wir haben versucht, verschiedene Konstellationen zu finden, die ähnlich sind wie diese Situation, dass man eben Software als Open Source freigibt. Da gibt es Konstellationen, zum Beispiel also generell Frage Bedarfsverwaltung, wenn Sie als Staat etwas beschaffen, inwieweit braucht es da eine gesetzliche Grundlage dafür. Da gibt es Nebentätigkeiten des Staates, es gibt Randnutzungen von Verwaltungsvermögen und ganz generell die Frage der wirtschaftlichen Tätigkeit des Staates, wie weit darf der Staat selber auf dem Markt auftreten. Das sind so diese vier Elemente, die wir uns mal näher angeschaut haben. Vielleicht für die Nichtjuristen hier kurz Legalitätsprinzip. Ist ein Verfassungsgrundsatz, nämlich dass für jede staatliche Tätigkeit eben eine gesetzliche Grundlage vorausgesetzt ist. Es geht darum, dass man das staatliche Handeln voraussehen kann. Sie müssen ins Gesetz schauen können und können dann ungefähr sagen, was der Staat tun wird. Sie haben Rechtsgleichheit, weil für alle Leute das gleiche Gesetz gilt. Und Sie haben eine, mindestens dann, wenn Sie eben einen referendumspflichtigen Erlass haben, also ein Gesetz im formellen Sinn, wie man sagt, haben Sie noch das demokratische Element, das ist legitim, Sie haben mehr Legitimation bei einem Gesetz, das dem Referendum untersteht. Die Frage ist dann auch, wann brauchen Sie ein Gesetz, wann reicht eine Verordnung?
Da gibt es so vier Kriterien. Das eine ist zuerst mal die Intensität des Eingriffs, vor allem wenn Sie Grundrechtsverletzungen haben. Wenn es schwere Verletzungen sind, dann geht man davon aus, dass man ein formelles Gesetz braucht, also ein Gesetz, das dem Referendum unterstanden hat. Dann die Frage der Zahl der Betroffenen. Finanzielle Bedeutung, wenn es sehr teuer wird, dann braucht man eher ein Gesetz. Und die Akzeptierbarkeit allgemein sind so die allgemeinen Grundlagen, die man in der Literatur findet. In unserem Fall hat sich auch die Frage gestellt, dann wann brauchen wir ein formelles Gesetz? Gibt es Situationen und gibt es andere Situationen, wo vielleicht eine Verordnung reicht? Gibt es vielleicht auch Situationen, wo wir gar nichts brauchen, weil es eben schon etwas gibt? Eine solche Situation ist die Bedarfsverwaltung. Da geht es darum, dass der Staat die Mittel, die er für seine Tätigkeit braucht, irgendwie beschaffen muss. Also sie brauchen Räumlichkeiten, wo die Leute arbeiten können. Sie brauchen Papier für die Drucker, sie brauchen die Drucker selbst. Sie brauchen Energie, sie brauchen zum Beispiel auch Software. Und da ist die Idee grundsätzlich, dass sie für die Bedarfsverwaltung neben der gesetzlichen Grundlage für die Hauptaufgabe keine gesonderte gesetzliche Grundlage mehr benötigen. Also wenn Sie Software brauchen, um das Asylwesen zu betreiben beim Bund, dann brauchen Sie kein Gesetz, wo drin steht, Sie dürfen Software kaufen, sondern es reicht, dass im Gesetz steht, dass der Bund eben jetzt das Asylwesen betreibt. Ein wesentlicher Schluss in unserem Gutachten war, dass die Motivation für die Freigabe von Open Source eben darin bestehen kann, dass diese Software dann verbessert wird. Ich habe es vorhin gesagt, Open Justitia, man gibt es frei, man hofft, dass sich andere beteiligen, dass wir weitere Entwickler finden. Und dann kann man sagen, es geht im Prinzip um Bedarfsverwaltung. Es geht darum, dass wir unser Produkt, das wir brauchen für unsere Tätigkeit, eben verbessern. Es geht nicht um ein Geschenk an die Allgemeinheit, das man gratis freigibt, wo die anderen das nutzen dürfen. Die Interessenlage ist anders als in einer Situation, wo ich als Staat einfach etwas kostenlos zur Verfügung stelle. Es ist unser eigenes Interesse, das Interesse des Staates selbst, dass man Software freigibt. Und das bringt es eben ein bisschen in die Nähe der Bedarfsverwaltung. Nebentätigkeiten der Verwaltung, da geht es grundsätzlich ohne eine zusätzliche Grundlage, zusätzliche gesetzliche Grundlage. Einerseits dann, wenn es sich um Vor- oder Nachleistungen handelt, also enger sachlicher Zusammenhang von etwas, das die Verwaltung schon tut. Beispiel hier. Es gab mal einen Bundesgerichtsentscheid zur Frage, ob Swisscom, die ja ein Staatsunternehmen ist, zumindest mehrheitlich, ob Swisscom ein Video-on-Demand-Produkt anbieten dürfte. Da hat man gesagt, ja, Video-on-Demand würde noch gehen. Was nicht mehr gehen würde, wäre, wenn dann Swisscom anfangen würde, selber Content zu produzieren für Fernsehen. Da hat man irgendwo so eine Grenze gesetzt und gesagt, okay, das eine ist nach Vor- und Nachleistung zu der Kommunikationslösung, die Swisscom anbietet, oder zum TV-Angebot. Das andere ist dann nicht mehr Vor- oder Nachleistung, da gibt es keinen genügenden engen sachlichen Zusammenhang mehr. Zweiter Punkt, wenn die Nebentätigkeit wirtschaftlich unbedeutend ist, oder wenn sich damit öffentliche Ressourcen besser und effizienter nutzen lassen. Man kann sagen, die Freigabe von Software als Open Source ist so ein bisschen etwas Ähnliches. Wir haben auch einen engen Zusammenhang, wir haben ein Produkt, das wir selber nutzen. Auch da hat man einen gewissen Link gemacht. Ich möchte mit dem anderen weiterfahren, noch mit der Frage der Randnutzung öffentlicher Sachen. Das hängt damit ein bisschen zusammen. Öffentliche Sachen sind Sachen in Verwaltungsvermögen, also zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Turnhalle, die der Staat gebaut hat für die Schulen. Die kann am Abend genutzt werden, vielleicht für lokale Vereine, Sportvereine. Also es geht um die Nutzung öffentlicher Sachen durch Dritte in diesem Fall zu anderen Zwecken, als die Verwaltung ursprünglich vorgesehen hat. Ziel ist hier, dass man brachliegende Kapazitäten eben nutzen kann, die Turnhalle wird am Abend nicht verwendet, man kann da vielleicht noch ein bisschen etwas dazu verdienen, man kann es für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Auch hier ist es so, dass wir in der Regel keine gesetzliche Grundlage benötigen, in Einzelfällen ist das anders, es gibt so einen Kriterienkatalog, ich komme später noch mal kurz darauf zurück, wir brauchen auch hier einen sachlichen Zusammenhang irgendwie dazu, also Sie können nicht irgendetwas völlig anderes tun als Staat und dann das als Randnutzung bezeichnen, deshalb ist es eben eine Randnutzung von etwas Bestehendem. Wir brauchen, die Haupttätigkeit darf nicht
beeinträchtigt werden. Also wenn Sie das so weit vergeben, die Turnhalle, dass am Schluss die Schüler tagsüber die auch nicht mehr nutzen können, weil die Vereine da sind, geht das zu weit. Es muss im Vergleich zur Hauptnutzung selbst muss es eher geringer sein und es muss im Rahmen der bestehenden Infrastruktur erfolgen. Also Sie dürfen nicht zusätzlich irgendwelche Gebäude bauen oder solche Dinge oder zum Beispiel zusätzlich Software entwickeln für die Dritten, die Sie nicht selber für die Verwaltung sowieso brauchen. Ein weiteres Kriterium ist, wobei das kommt eher dann aus einem anderen Bereich raus, ist, dass es nicht auf Dauer angelegt werden darf, also dass man so eine Sache nicht grundsätzlich auf Dauer irgendjemandem zur Verfügung stellt und dann möglicherweise für die eigene Nutzung nicht mehr haben kann. Das sind diese Fälle der Randnutzung. Wir finden, dass eine Open-Source-Freigabe etwas Ähnliches ist, einmal mehr, dass es aber auch hier letztlich von den Interessen her ein bisschen anders gelagert ist. Wenn Sie Open Source freigeben, ich habe es vorhin gesagt, die Motive, die liegen beim Staat selbst. Man hat ein eigenes Interesse, die Open Source freizugeben. Und es geht nicht primär darum, Dritten das zur Verfügung zu stellen. Es kann sein, dass es solche Situationen gibt, dass man, das sind die Motive teilweise vielleicht hinter dem Berner Vorstoß, also der Berner Regelung, die wir heute haben, dass man sagt, grundsätzlich wollen wir alles, was der Staat macht, freigeben. Das kann eine Situation sein. In der Regel gehen wir aber davon aus, dass der Staat als Softwareentwickler ein Eigeninteresse hat, eben die Software zu verbessern und deshalb die Software freigibt. Dann ist es nicht genau dasselbe wie diese Randnutzung. Generell, wenn der Staat wirtschaftlich tätig ist, also wenn er auf dem Markt auftritt, für solche Fälle haben wir das haben wir so als viertes Thema uns angeschaut. Da gibt es diesen Bundesgerichtsentscheid Glanersach, der ein bisschen Wellen geworfen hat, weil er sehr, sehr, ich sage es mal, eben, ja, kann nicht unbedingt sagen liberal, aber sehr freizügig war gegenüber staatlicher wirtschaftlicher Tätigkeit. Die Glanersach, das ist eine kantonale Gebäudeversicherung, die einerseits natürlich im Monopolbereich tätig ist, für Gebäudeversicherungen halt, Feuer etc. Die haben aber ihre Tätigkeit ausgeweitet, die haben Sachversicherungen sogar bis hin zu beweglichen Sachen haben die angeboten und das Bundesgericht musste sich damit auseinandersetzen, ob so etwas zulässig sei noch und man hat dann gesagt, dass die grundsätzliche Zulässigkeit einer unternehmischen Tätigkeit des Staates der gelebten Verfassungspraxis entspricht. Das sei üblich und das stimmt. Ich meine, wir haben Schweiz Swisscom, wir haben gut, das kommt aus dem Monopolbereich. Wir haben diverse Staatsunternehmen, die auf dem Markt draußen tätig sind. Wir haben, denken Sie an die ganzen Stadtwerke, die Glasfaserkabel anbieten an Private und die dann weitergehen. Die stellen sich alle auf den Standpunkt, das sei rein privatwirtschaftlich. Sie könnten auch die Preise selber bestimmen. Solche Dinge, also das ist normal, oder? Man hat dann gesagt, als Folge daraus, grundsätzliche Anforderungen an die gesetzlichen Grundlagen sind nicht sehr strikt. Man will keine Detailregelung voraussetzen. Und wir haben uns dann überlegt, ja, könnte das eine vergleichbare Situation sein. Die Erkenntnis war eigentlich auch hier wieder, dass die Freigabe von Software nicht dazu dient, Geld zu verdienen. Also es sind nicht irgendwie Erwerbsgründe, die dahinter stecken, es ist etwas anderes vielleicht. Also ein Unternehmen Swisscom, das eine Dienstleistung erbringt. Dann haben wir uns überlegt, ich habe es vorhin gesagt, bei den Kosten, der Code allein, der da zur Verfügung gestellt wird, ist ja nicht eine verwertbare Leistung, ist nicht eine marktfähige Leistung. Sie brauchen noch diverse zusätzliche Dienstleister, die dann diesen Code, die Integration vornehmen, die Wartung leisten etc. Und entsprechend haben wir uns eigentlich gesagt, das sei auch nicht genau die gleiche Situation. Hintergrund hier ist, danke, der Link. Hintergrund hier ist der Link ins Finanzhaushaltgesetz, darauf komme ich später noch, dass wir eben dort eine Norm haben, die sagt, dass der Bund, wenn er auf dem Markt auftritt, grundsätzlich eine gesetzliche Grundlage braucht und grundsätzlich eben nicht gratis die Dinge verbreiten kann, sondern mindestens auf Kostenbasis. Und das würde dem möglicherweise widersprechen. Das war ein Argument im Gutachten Müller-Vogel übrigens. Und wir haben dann gesagt, ja, also marktfähige Leistung ziehen wir in Zweifel, weil es eben weitere Lösungen braucht und deshalb kann man sich fragen, ob diese Norm überhaupt zur Anwendung kommt. Wie gesagt, wir haben uns primär auf den Kanton Bern konzentriert, von daher war das nicht im Zentrum.
Gut, Learnings aus diesen vier Elementen, letztlich haben wir gesagt, wirtschaftliche Tätigkeit fällt weg, weil es wirklich keine ist, aus diesen drei Elementen, die übrig bleiben, für die Freigabe von Software als Open Source. Grundsätzlich darf man das, wenn ein sachlicher Zusammenhang zur Haupttätigkeit besteht. Also Sie dürfen nicht irgendwie als Kehrichtabfuhr plötzlich eine Software für Webshops entwickeln, das geht nicht. Dann muss es Geringfügigkeit geben, also es muss geringfügig sein im Vergleich zur Haupttätigkeit, ist das Übliche, wenn Sie noch Software nebenher oder für Ihre Tätigkeit entwickeln, haben Sie, das ist ein kleiner Aspekt. Man muss bestehende Mittel nutzen, also eben die Software, die Sie für sich selbst entwickelt haben, die dürfen Sie preisgeben und es darf keine Gefährdung der Haupttätigkeit geben. Okay, unter diesen Voraussetzungen sollte es grundsätzlich möglich sein. Dann gab es das zweite Thema, das wir uns vorgenommen haben, das ist dieses Thema Wirtschaftsfreiheit für die Nichtjuristen. Es geht einerseits darum, dass ich mich als Privater frei in der Wirtschaft bewegen kann, dass ich frei einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen darf. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir einen Grundsatz der Wettbewerbsneutralität. Wenn der Staat irgendetwas tut, sollte er nicht direkte Konkurrenten unterschiedlich behandeln. Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, dann gibt es ein paar Dinge oder ein paar Einschränkungen. Die erste ist, dass die Wirtschaftsfreiheit grundsätzlich nicht vor Konkurrenz schützt. Also wenn Sie durch eine staatliche Tätigkeit heftigerer Konkurrenz ausgesetzt werden, dann können Sie dagegen nichts tun. Die Wirtschaftsfreiheit schützt vor rechtlichen Maßnahmen, sie schützt vor Gesetzen, konkret zum Beispiel ein Gesetz, das ein Berufsverbot ausspricht oder ein Gerichtsentscheid, der ein Berufsverbot ausspricht. Wenn Sie zum Beispiel ein Lehrer sind, der nicht mehr seinem Beruf nachgehen darf aus bestimmten Gründen, dann haben Sie hier einen klaren Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und dann ist das tangiert. Oder? Was die Wirtschaftsfreiheit nicht tut, ist, dass sie schützen würde vor bloß faktischen Maßnahmen. Denn wenn der Staat irgendetwas tut, gibt es immer irgendwelche Unternehmen, die vielleicht Nachteile davontragen. Und es gibt eine Grenze hier, nämlich dann, wenn das Unternehmen faktisch verdrängt wird vom Markt, dann haben Sie wieder eine Situation, wo die Wirtschaftsfreiheit greift. Aber nur dann, nur bei einem Verdrängen. Und wir haben uns die Sache dann angeschaut, wenn Sie so Open-Source-Software freigeben, dann tangiert das eben nach diesen Grundsätzen die Konkurrenten in aller Regel nicht. Vor allem ist es nicht so, weil Open-Source-Software ja nicht gratis ist, sondern auch Kosten mit sich bringt, dass man einen Konkurrenten, wie das Unternehmen, das ich schon erwähnt habe vorher, dass die werden nicht komplett vom Markt verdrängt, sondern da gibt es einfach einen zusätzlichen Konkurrenten. Das heißt, Wirtschaftsfreiheit greift grundsätzlich schon mal gar nicht in diesem Zusammenhang. Wenn sie greifen würde, kann man sich noch die Frage stellen, ist es wettbewerbsneutral, wenn der Staat Open-Source-Software zur Verfügung stellt. Und da gibt es einen Grundsatz aus dem Beschaffungsrecht, einen allgemeinen Grundsatz, dass der Staat eben eigene Leistungen, mit denen er in den Wettbewerb mit Privaten tritt, nicht systematisch durch öffentliche Mittel subventionieren darf. Also Sie können nicht öffentliche Gelder nehmen, um Ihre Produkte günstiger zu machen als die der Privaten. Das dürfen Sie nicht in einer systematischen Weise tun. Und das hat uns zum Schluss geführt, dass die Freigabe von Open-Source-Software eben dann wettbewerbsneutral ist, wenn auch ein privater Marktteilnehmer in einer vergleichbaren Lage eine solche Strategie als kommerziell vertretbar erachten würde. Und jetzt kommen wieder diese Argumente von vorne. Es gibt Unternehmen, diverse, die Open-Source-Software eben freigeben, weil sie denken, es könnte sich eine Community bilden, weil sie vielleicht das ist beim Staat jetzt weniger der Fall, weil man das als Marketinginstrument sieht. Ich habe eine ganze Liste von Gründen vorhin erwähnt. Wenn Sie als Staat solche Gründe haben, dann ist es eben ein wettbewerbsneutrales Handeln. Wenn Sie die Gründe nicht haben, dann brauchen Sie eine gesetzliche Grundlage. Das ist hier nochmal zusammengefasst, das lasse ich mal weg. Nochmal kurz zur Situation beim Bund. Wie gesagt, wir haben uns das nicht angeschaut. Das ist ja dieser Artikel 41 und 41a des Finanzhaushaltsgesetzes. Ich habe es vorhin schon gesagt, Verwaltungseinheiten dürfen Dritten gewerbliche Leistungen nur erbringen, soweit ein Gesetz sie hierzu ermächtigt. Erster Punkt und 41a, die gewerblichen Leistungen sind auf der Grundlage einer Kosten- und Leistungsrechnung mindestens zu kostendeckenden Preisen zu erbringen. Für mich stellt sich die Frage, ob die Freigabe von Open Source
gewerblich ist, weil es eben nicht, weil der Code allein nützt Ihnen nicht so viel. Sie brauchen noch mehr dazu. Ob das wirklich eine marktfähige Leistung ist, das war der Begriff, den Müller-Vogel gebraucht haben. Dann das Zweite ist halt schon, ich meine, wenn man schaut, wann dieser Artikel 41a entstanden ist, da hat man sich vermutlich zu diesem Thema Open Source wenig Gedanken gemacht. Und es gibt Möglichkeiten, dass die Gesetze geltungszeitlich auslegen, dass sie sich überlegen, was hätte man gemacht damals, wenn man sich das Problem genau überlegt hätte, oder hätte man es möglicherweise anders geschrieben. Das heißt, die Norm steht aus meiner Sicht, das ist jetzt eine vorläufige Beurteilung, aber wir haben das nicht in unserem Gutachten angeschaut. Die Norm steht aus meiner Sicht eigentlich, wenn man die gleichen Voraussetzungen nimmt, die wir gefunden haben, eigentlich mit unserem Gutachten, die Norm sollte einer solchen Veröffentlichung von Open Source eigentlich auch nicht im Wege stehen. Stand der Dinge, da kann Herr Fischer vielleicht nachher noch etwas sagen, ich weiß nicht, ob Sie dürfen. Also der Bundesrat hat im März das EFD beauftragt, die OSS-Strategie des Bundes zu überarbeiten bis 2018. Und gerade in diesem Zusammenhang mit FAG 41 und 41a hat man gesagt, man will ein Gutachten haben, das eben diese Frage, die ich jetzt gerade angesprochen habe, noch näher untersucht. Gut, ja, ich danke für die Aufmerksamkeit und wir haben noch die Gelegenheit zur Diskussion.